Grüß Gott und herzlich willkommen bei Ihrem Lokalfernsehen TV Mürz. In dieser Woche begrüße ich Sie aus dem gemütlichen Wirtshaus Granitzbauer. Das Haus des Familienbetriebes Schrotthofer ist aus Mürztaler Rundholz errichtet und bietet gemütliche Sitzplätze für rund 60 Personen. Es ist somit für verschiedenste Feiern bestens geeignet. Das kulinarische Angebot mit vielen Produkten aus der Region reicht von einer zünftigen Steirerjausen bis zu Schmankerln vom warmen Buffet. Auch die Getränkeauswahl lässt keine Wünsche offen. Besonders geschätzt wird von den Gästen das erlesene Weinsortiment. Jeden zweiten Freitag im Monat ist beim Musikantenstammtisch jeder zum Mitspielen oder Zuhören eingeladen. Übrigens, vom Mürzer Stadtplatz spaziert man eine gute Stunde bis zum Granitzbauer. Geöffnet ist das Wirtshaus Donnerstag und Freitag ab 14 Uhr, Samstag und Sonntag ab 10 Uhr. Mehr Informationen gibt's auf der Homepage unter www.granitzbauer.at. Bank Qualtinger, Valentin des Rock'n'Roll, intellektueller Robin Hood. So in etwa könnte man Georg Ringswandl, den bayerischen Kabarettisten und Liedermacher, beschreiben. Aber machen Sie sich selbst ein Bild. Im Stadtpalast, im modernen Stadtpalast von Mürzzuschlag im schönen Mürztal, erwartet die Leute heute ein ausgesuchter Abend. Das ist ein ausgesuchter Abend, wo immer das Beste, was mein Hirn die letzten Jahrzehnte zustande gebracht hat, pressen wir heute raus und mit der größten Leichtigkeit und Kraft werde ich wie ein Andalusier, der einen Lipizzaner-Lehrgang gemacht hat, werde ich da über die Bühne toben heute Abend. Im Trainingsanzug über die Straße und in Untersendling zum Supermarkt in brauner Wand und in Untersendling ist ein Santa in der grünen Lack und in Untersendling und ein Gestöter auf seinem Liegerad und in Untersendling. Der Mond vom Mürzzuschlag ist mir sehr gnädig. Also, dass ich im Mürzzuschlag nicht spielen darf. Ich habe schon mal im Murtal gespielt, im Trautal gespielt, aber dass ich noch im Mürztal spielen darf, und zwar nicht in irgendeinem Ort im Mürztal, sondern im Mürzzuschlag, also das freut mich wirklich. Also, das ist in meinem Horoskop in dieser Klarheit nicht drin gestanden. Klar und deutlich in seinem Sternbild stand jedoch sein Wechsel vom Facharzt der Kardiologie zum Analytiker der Seele. Ja, ich analysiere ja die Weltseele sozusagen. Also ich habe ja auch die Afrikaner und den Eskimos schon im Programm drin gehabt. Und das, das war aber eine reine astrologische Entscheidung. Ich habe die lange Zeit als Doktor gearbeitet, 20 Jahre lang, und dann war da ein Lupus-Transzendent-Durchgang, ein Lupus-Durchgang. Und dann habe ich eine Zeit lang überlegt, habe mich mit verschiedenen Astrologinnen unterhalten. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt muss ich eben einfach ein anderes Sternbild leben dann. Ja. Ich habe dann die Sonne im wievielten Haus, glaube ich, irgendwie den krummen Hund im siebten Haus oder was. Und dann habe ich, nachdem es drei, vier Astrologinnen gleichlautend so gesagt haben, muss das andere Bild leben, dann bin ich ausgestiegen. Dann. Doch wäre der so jahrelang in die Bilanz erstarrt, da hat sie seine Frau mit dem Mechaniker gepaart. Und zwar nicht bloß im Dunkeln, na ganz schier am hellen Tag. Die wesentlichen Dinge passieren noch oben analog. Die Sterne lügen nicht, ne? So kann man das sagen. Das klingt ja fast wie ein Schlagertitel von Andrea Fischer oder irgendeiner Zuchtel. Aber es stimmt einfach, die Sterne lügen nicht. Ja? Also alle möglichen Leute lügen, aber die Sterne nicht. Und da bin ich ganz gut gefahren damit. Also früher habe ich ja zum Teil gegen mein Sternbild was gemacht und so. Aber das habe ich inzwischen komplett aufgehört. Also ich wasche mir auch die Haare nach dem Sternbild. Ein Zehennägel schneiden, ganz wichtig. Nur nach den Mondphasen. Weil wenn du das falsch schneidest, dann wächst es da derartig ein, dass du wirklich neue Schuhe brauchst. Und so reich bin ich auch wieder nicht. Am Mürzzuschlag, ja geil. Manche Leute meinen, es ist ein sinnloser Ortsname. Es gibt viel sinnlose Ortsnamen, Leoben zum Beispiel, vollkommen sinnlos. Ja. Leoben,
Also lieben oder loben, aber leoben. Aber Mürzzuschlag, ja, okay. Was kostet's? Ein kleiner Zuschlag. Okay, wir freuen uns. Ich habe ja dadurch, dass ich so spät angefangen habe mit der Musik, ich war ja schon 44, weil ich als Doktor, als Arzt aufgehört habe, da habe ich natürlich einige Zeit gebraucht, wie man, bis ich gelernt habe, wie man mit einer Band umgeht. Ja? Eine Band ist ja wie ein wilder Mustang, den man von der Prärie einfängt, und das muss ja irgendwie geführt werden, das Tier. Ne? Das ist, man muss schauen, dass es das schön im Kreis rumgeht und schön seine Kunststücke macht. Und das habe ich erst im Laufe der Jahre gelernt. Also ich singe wie eine Sängerknabe und bewege mich wie ein wohldressierter Lipizzaner, der zu viel von den Substanzen eingenommen hat, die manche österreichischen Top-Musiker auch einnehmen. So bewege ich mich. Ich muss in die Schule kommen, wie man ihn kennt. Psychologe sagt zu mir, wie kann ich so denn spät? Frechheit sagt zu den Arsch, haben Sie die Beweise in der Hand? Wenn zwischen die Schicksal mit mir ungnädig gewesen war, hätte es mich zum Beispiel auf die Schlagerschiene geführt, war ich in große Mehrzweckhallen aufgetreten und hätte geschunkelt irgendwie. Wenn du Navi hast, das habe ich früher gar nicht gewusst, seit ich Navi habe, weiß ich, wie viel Murner das gibt. Die bin Murner, wenn du mal so eine Liste. Welches Murner meint sie? Ich sage, Horm. Und heim ist er gut gekommen nach Murnau, von München Richtung Nizza, kurz vor Garmisch. Ein kreatives Projekt initiierte kürzlich die evangelische Gemeinde. Nach dem Familiengottesdienst wurde in der Rosecker Haupt- und Realschule die erste Lego-Stadt in Mürzzuschlag präsentiert, erbaut von Mädchen und Buben. 3 Tage lang waren Kinder und Jugendliche aus Mürzzuschlag die Bauherren dieser Miniaturstadt. Gestartet wurde die Präsentation mit einem Familiengottesdienst in der evangelischen Heilandskirche in Mürzzuschlag. Ja, wir haben einen Familiengottesdienst gefeiert unter dem Thema Gottes Liebe ist so wunderbar. Ganz bewusst eben, um die Kinder, die Jugendlichen und auch die Erwachsenen einzuladen, dass Gottes Liebe einfach unser Herz berühren möchte und uns begeistern möchte. Denn im Hintergrund zum Lego-Projekt steht eben dieses Bemühen, die Liebe Gottes zu vermitteln. Jetzt haben wir schon mal vom Lego-Projekt gehört. Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, es gibt ganz viele Legos, einen ganzen Anhänger voll Lego. Und wir bauen mit den Kindern ein Wochenende lang eine große Lego-Stadt. Das heißt, jedes Kind kann selber bauen, noch Bausätzen oder auch frei noch Fantasie. Und am Schluss wird eine große Lego-Stadt daraus. Und dazwischen gibt es auch immer wieder biblische Geschichten. Wir wollen eben auch über die Lego oder mit den Lego einfach den Kindern einen Zugang zur göttlichen Liebe vermitteln. Dieses Projekt Lego Stadt mit Zuschlag hat 3 Tage lang gedauert. Wie lässt sich das praktisch umsetzen? Ja, also die Lego-Menge selber, die hat der Herr Diplom-Ingenieur Siegfried Dehnert mitgebracht. Er ist Jugenddiakon in Gröbming und hat diese ganzen Legos in Deutschland im Internet auch ersteigert und über viele Jahre gesammelt. Und darum haben wir jetzt da so eine große Auswahl für die Kinder. Das ist alles wirklich wunderschön sortiert. Und mit Unterstützung sozusagen können die Kinder dann diese Bauwerke bauen, teilweise natürlich auch selbstständig. Und teilweise gibt es auch fotografische Anleitungen für die komplizierteren Bauten. Im Anschluss ging es von der Heilandskirche in die Rosecker Hauptschule zur Eröffnung der ersten Lego-Stadt in Mürzzuschlag. Die jungen Bauherren waren ganz begeistert bei und von ihrer Arbeit. Kannst uns du ganz kurz erzählen, was du da gebaut hast? Ein Flughafen, ein Flugzeug, ein Hubschrauber und ein Haus. Zeigst du uns das da? Das und ein Hubschrauber. Den Hubschrauber da oben hast auch du gebaut? Ja, ein Feuerwehrboot und die Werkstatt. Wir stehen ja da gerade vor dem Feuerwehrboot. Erklär uns einmal kurz, was kann man da alles machen? Das Feuerwehrboot kann alles. Wenn es brennt, das Wasser auszuspritzen und das Flugzeug, wenn es weit weg ist. Erstens habe ich als Kind schon viel mit Lego gespielt. Das war so mein Fundament, wobei ich dann auch sehr wenig Lego gehabt habe. Und dann ist es einfach für mich ein Hobby geworden, immer mehr. Und ich habe ein Projekt kennengelernt in Deutschland, wo ich auf einer Bibelschule war, das so ähnlich funktioniert hat.
Und mich hat einfach begeistert, dass ich durch so ein Projekt Kinder und Jugendliche erreichen kann und damit verbinden kann, die Botschaft an Jesus zu vermitteln. Und so ist diese verrückte Idee entstanden und umgesetzt worden. Was mich jetzt da selber interessiert, wie kommt man an so viele Lego-Steine? Ja, in dem Fall ist es, weil Lego ziemlich teuer ist, als gebrauchtes Lego, das ich über Internet ersteigert habe. Der deutsche Markt ist groß, größer als der österreichische. Und ich habe gewusst, ungefähr welche Projekte ich bauen möchte. Und wenn man konkret auf der Suche ist, dann ist das eigentlich eher noch eine Zeitfrage, bis man dann alles beisammen hat. Mit solchen Projekten und mit monatlichen Familiengottesdiensten gestaltet die evangelische Pfarrerin ein lebendiges und für Kinder und Jugendliche ansprechendes Gemeindeleben. Ganz wichtig sind die Lieder, lebendige Lieder, moderne Lieder, die die Kinder, die Jugendlichen, aber auch die Menschen heute ansprechen. Auch Bewegung, dass wir ein bisschen aus der Starre der Kirchenbänke herauskommen und einfach auch mit dem Körper sozusagen unsere Freude ausdrücken können. Und wir werden in Zukunft einmal im Monat so einen lebendigen Gottesdienst feiern. Und ich lade die Gemeinde und alle Interessierten ganz herzlich ein, dass sie da mitfeiern und mitgestalten. Die erste Lego-Stadt in Mürzzuschlag. Ein Projekt, um die Kreativität und Initiative von Kindern und Jugendlichen zu fördern. Erstmals fand heuer in Mürzzuschlag eine Fuyu-Convention statt. Dabei verkleideten sich die Teilnehmer nicht nur als Figuren aus japanischen Comics, es wurden auch Workshops und Vorführungen abgehalten. Konnichiwa! Herzlich willkommen wurde man bei der ersten Fuyu-Convention in Mürzzuschlag geheißen. 2 Tage lang stand der Stadtsaal im Zeichen von Mangas und Animes. Woher kommt das Publikum? Ja, also aus ganz Österreich. Also es sind halt Anime- und Manga-Interessierte. Und ja, also es haben halt eben alle Interesse daran, eben Gleichgesinnte kennenzulernen und eben den Kontakt aufrechtzuerhalten. Und darum ist das auch sehr interessant und darum kommen auch in Fülle. Was versteht man eigentlich unter Manga? Wie beschreibt man das ganz genau? Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Es ist ein japanischer Comic, also ein Comic, der aus Japan eben kommt. Und Anime? Das ist auch die verfilmte Version davon. Comic, hautnah Comic zum Angreifen. An diesem Wochenende schlüpften die Fans des japanischen Comics in die Rollen ihrer Idole. Yoshiko. Kujaki. Minibaka! Wie kommt man dazu, sich dem japanischen Comic zu verschreiben? Ja, das hat irgendwie angefangen durch Freunde, weil die das so gehabt haben und mir dann so gezeigt haben. Und dann war das ganz interessant und so ist man dann, kommt man dann auf die Musikszene und die Modestile und so entwickelt man sich immer weiter durch. Und ja, ich meine, es sind alles lustige Leute, alle aufgeschlossen, es macht Spaß, es ist immer eine Gaude, also passt es. In welcher Entwicklungsphase seid ihr jetzt gerade? In der VK-Szene, also Visual K. Das heißt auf Deutsch? Das ist Ursprung, also K, also visuell, also visueller und K, so Ursprung. Man kann es nicht ins Deutsch übersetzen, eigentlich K, aber man sagt so visueller Ursprung. Es ist so ein Modestil aus dem J-Rock, das ist so eben japanischer Rock und ja. Die meisten Musiker in der J-Rock-Szene tragen eben solche Sachen bei ihren Auftritten und weil uns das gefällt, ziehen wir es einfach so an. Es ist nicht Mainstream, weil es hat nicht jeder, sonst laufen wir alle gleich rum. Und ja, ich weiß nicht, ich sage einmal, warum muss man sich immer anpassen? Fern jeglichen Mainstreams sind sie tatsächlich, aber trotzdem oder vielleicht gerade deshalb sehr authentisch. Die japanische Herzlichkeit ist bei diesem Event an jeder Ecke spürbar. Da braucht es keinen Alkohol, um fröhlich zu sein. Auf Wunsch der Jugendlichen wurde diese Veranstaltung alkoholfrei gehalten. Und wir wollten eben das Ganze mal noch mit Zuschlag holen, weil wir haben uns gedacht, dass das auch ein guter Standort ist für eine Convention, weil es nahe an Graz und an Wien liegt. Mit Professor Dr. Med Alex konnte man einen hochkarätigen Moderator für diese Veranstaltung gewinnen, obwohl er eigentlich etwas ganz anderes vorhatte. Ich komme eigentlich nicht aus dem Bereich, ich bin ja Mediziner, wurde eigentlich für einen Radiologenkongress hier irgendwie als Moderator angestellt, aber jetzt bin ich halt bei dieser Manga-Convention, aber es ist ganz interessant. Darüber hinaus gibt es dann noch das Battle of Masters, das ist so der Höhepunkt der ganzen Geschichte, da können die einzelnen Teams gegeneinander antreten und einen großen Preis zum Schluss dann beginnen.
Ist aber eine tolle Alternative zu einem Radiologenkongress, oder? Hier am Wochenende mit Zuschlag. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie so viele normale Leute auf einen Haufen gesehen. Also wenn man bei Radiologen ist, ist das normalerweise eher so, wo man sich denkt, würde eigentlich lieber schnell wieder weg. Ganz bestimmt zur For You Convention angereist ist dieser Mann. Er startet die Manga-Fans mit den nötigen Accessoires aus. Ich nähe Geldbeutel und Tabakbeutel aus alten Comics, Landkarten, Bildern. Ja, was mir gerade in die Hände kommt. Warum macht man sowas? Wie es angefangen hat, weiß ich nicht mehr. Aber das Schöne ist, dass dadurch, dass ich immer Originale verwende, ist jeder Geldbeutel ein Unikat. Das heißt, die Leute, die meine Geldbeutel kaufen, haben Geldbeutel, den niemand außer ihnen hat. Und dann ist halt was Besonderes. Hier im Stadtsaal dreht sich alles um japanische Comics. Da darf natürlich eine nicht fehlen, eine Autorin. Wie sind Sie dazu gekommen, sich dem japanischen Comic zu verschreiben? Ich bin seit gut 10, 15 Jahren Anime- und Manga-Fan. Und am Anfang war ich ganz normaler Fan. Ich habe mir die Serien angeschaut, ich bin auch damit groß geworden. Und irgendwann habe ich angefangen, selbst Geschichten zu schreiben und selbst zu zeichnen. Und habe gemerkt, dass es einfach mein Lebenstraum ist. Es ist der Job, den ich machen möchte. Und habe mich jetzt mit dem kleinen Verlag selbstständig gemacht. Fertig. Mürz Zuschlag goes Japan. Eine ungewöhnliche, aber herzliche Convention, die fast 500 Anhänger von Mangas und Animes nach Mürz Zuschlag brachte. Ja, damit geht unsere dieswöchige Sendung vom Granitzbauer zu Ende. Übrigens, in dem gemütlichen Wirtshaus gibt es jeden zweiten Freitag im Monat am Abend den Musikantenstammtisch. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.